Möchte ich sprechen mit Professor Volker Kronberg. Er ist Politikwissenschaftler. Ich grüße Sie. Herzliche Grüße nach Berlin. Es gibt ja viele Stimmen, die meinen, diese zwei Damen, also Wagenknecht und Weidel, die sind gar nicht so unterschiedlich, wie viele sagen. Sie vertreten häufig die gleiche Einstellung. Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten? Wo sehen Sie Unterschiede? Vielleicht mit Letzterem anzufangen. Sarah Wagenknecht kommt ja von der Linken und sie kommt von sehr weit links außen, kommunistische Plattform, SED, PDS, Linkspartei, das war ein weiter Weg. Und sie jetzt heute so im Parteienspektrum auf so einer Rechts-Links-Links-Rechts-Achse zu verorten, ist gar nicht so einfach. Sie kokettiert so ein bisschen mit Linkskonservativismus, aber da geraten die Dinge auch so ein bisschen durcheinander, während bei Alice Weidel sicherlich der Weg nach links oder linksaußen extrem weit wäre. Sie ist klar rechts. Die einen streiten darüber, ob es extrem ist bei Alice Weidel oder eher liberal-konservativ oder radikal, wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist sie auf dieser Rechts-Links-Achse klar konservativ zu verorten, rechts. Und bei Sarah Wagenknecht weiß man es nicht mehr so genau. Und inhaltlich ist es aber so, und das haben Sie angedeutet, und das ist der erste Teil. Es gibt natürlich beim Thema Krieg und Frieden, Umgang mit dem Krieg, dem Angriffskrieg in der Ukraine, Friedensgespräche, mehr Diplomatie, da gibt es große Nähen und natürlich das wichtige Thema auch Migration, Umgang damit, Steuerung, Begrenzung, Themen innere Sicherheit. Da sind BSW und AfD und die beiden Protagonistinnen doch sehr nah beieinander und das sind ja ganz neuralgische Punkte, ganz wichtige Themen für viele Menschen im Land. Halten Sie es denn möglich, dass das BSW mit der AfD koaliert, auch wenn Sarah Wagenknecht das ja ausschließt? Sie haben gerade schon gesagt, es gibt viele Gemeinsamkeiten, wenn wir auf das extrem wichtige Thema Migrationspolitik oder Krieg und Frieden blicken. Also wenn ich ganz ehrlich bin, fällt mir eine klare Antwort auf diese wichtige Frage, die Sie stellen, schwer. Stand jetzt auch mit Blick, wir haben es gerade in dem Beitrag zuvor gehört, jetzt Sondierungsgespräche und wenn es um diese drei Landtage geht, aber gerade dann auch jetzt hier Sondierungen und Regierungsgespräche, im Moment sehe ich das nicht. Aber ob es wirklich mittel- und langfristig ausgeschlossen ist, das wage ich gar nicht klar zu beantworten. Und so eindeutig ist das in meinen Augen auch nicht. Auch wenn man guckt, wie die AfD mit der Bildung, der Gründung und jetzt dem Aufkommen, dem Erstarken des BSW umgeht, erinnern wir uns damals an die große Demonstration, die Sarah Wagenknecht mit Alice Schwarzer in Berlin gemacht hat, wo Tino Chrupalla da auch das Manifest für den Frieden unterzeichnet hat. Anderes mehr. Also ich würde sagen, es ist nicht wirklich klar. Und das ist natürlich, weil es nicht klar ist, für die sogenannten etablierten Parteien der Mitte, ich habe sie vor wenigen Tagen auch als Getriebene charakterisiert, natürlich eine riesige Herausforderung, weil wir müssen ja sehen, die letzten Wahlen zeigen den Balken nach oben für die AfD und beim BSW auch so. Und wenn man tatsächlich in die Nähe einer Mehrheit kommt, dann ist in meinen Augen gar nicht ausgemacht. Das hängt natürlich auch von den anderen Parteien der Mitte, der Etablierten, wie auch immer, ab. Aber dann ist nicht ausgemacht, wie sich dann wirklich BSW und AfD zueinander verhalten. Es gibt keinen Automatismus und sie sind schon in wichtigen Punkten auch nicht nah beieinander. Aber weil es beides relativ neue Parteien, beides klar populistische Parteien sind, Parteien, die sehr stark die Unzufriedenheit, die Sorge, die Ängste, die Wut der Menschen aufgreifen, Bewegungscharakter haben, ist da manches noch im Fluss. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für diese anderen Parteien. Dankeschön, Professor Volker Kronberg.